Und yo Leute, was geht? Und wir sind hier beim dritten Rennen in unserer Karriere bei Renault. Und wir starten jetzt ins Qualifying. Und sehen uns dann gleich in der Garage. Und versuchen hier mal eine gute Runde rauszuhauen. So, wir schauen jetzt mal aufs Setup. Weil hier in Bahrain ist es so, dass die Reifen ziemlich abgenutzt werden. Das heißt, ich würde sogar vermuten, dass wir eher mit Softs fahren, weil die Supersofts hier ziemlich kurz halten, glaube ich. Das heißt, wir versuchen mit Softs die Runde zu fahren, damit wir mit Softs auch starten können. Und nicht so früh in die Box müssen. Und sonst können wir eigentlich gleich raus. Und dann sehen wir uns gleich zur ersten richtigen Qualifying-Runde. So, wir kommen jetzt hier in die erste Kurve von Start und Ziel. Also vor Start und Ziel. Und jetzt beginnt auch die Qualifying-Runde. Schau mal, was wir hier machen können. Sofort DRS aktivieren. Okay, Alter, der Topspeed ist nicht so nice heute. Geht aber für die erste Kurve ganz gut. Hallo. Okay, DRS ist an. Schauen wir mal, was das hier wird an der Runde. Schon ein paar Meter 1,35, okay. Sind eine Sekunde schneller als Jordan Palmer, unser Teamkollege. So, wir schauen jetzt auf die Zeit. Okay, eine 1,33,6. Ich denke, das lassen wir jetzt mal so stehen und schauen mal. Session Info. Momentan sind wir in Position 3, 1,32,7. Okay, wir fahren alle mit Supersofts klar. Ich glaube, wir spulen mal ein bisschen Zeit vor. Ich weiß nicht, soll ich nochmal raus? Naja, ich glaube, die Zeit ist gut. Dann bleiben wir mit der, mit den Supersofts, nutzen wir die nicht weiter ab. Ja, genau. Das Position 6. Ist 7. Wir können uns auf ein spannendes Rennen morgen freuen. Position 7 ist in Ordnung und dann sehen wir uns gleich im Rennen. Und Kimi Räikkönen. Beim Rennen. Steht Hi, Emma hier. Ich wollte dir nur schnell sagen, was sich das Team im Rennen erhofft. So sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Valtteri Bottas startet von der Pole Position und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Räikkönen, Vettel, Max Verstappen und Ricciardo. Ein Renault, Ocon, Perez und Romain Grosjean. Quert, Massa, Kevin Magnussen und Sainz Jr. Stroll, Alonso, Pascal Wehrlein und Stoffel van Dorn. Eriksson und Jolyon Palmer vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. So. Okay. Wir haben anscheinend eine gute Startposition. Rennstrategien werden vom Team World Strategien können personalisiert und geplant. Wieso sagen Sie mir das jetzt? Ich habe schon immer meine Rennstrategie.
Strategie bearbeiten, okay. Wir schauen mal, wir fangen mit den Softs an, wie ich es wollte, das ist sehr gut. Sieht man mal, die halten nicht unbedingt so lange. Dann würde ich gern im mittleren Stint auf die Medium gehen. Geht das? So. So würde ich dann ganz gern fahren. Wir nehmen ein bisschen mehr Benzin mit. 32,7, anscheinend frisst es extrem viel. Okay. Schauen wir mal. Wie sieht's Wetter aus? Sonnig. Okay. Also Sonnen gehe ich mal stark von aus. Dann können wir hier das Rennen starten. Dann gehen wir in die Einführungsrunde. Alle starten mit Super Softs, außer wir. Wir sind hier auf den Softs. Ich bin jetzt mal auf den Start gespannt. Hinter uns ist Ocon, der dürfte uns, glaube ich, vielleicht nicht so in die Karten spielen, aber wir müssen halt irgendwie schauen, dass wir nicht komplett abschmieren. Und da war eben mal kurz der Gruß ans Getriebe. Ricardo, ich weiß nicht. Ich glaube, der wird schwer zu überholen. Und vorne dran Verstappen. Aber ich glaube, mehr als zwei Plätze kommen wir da nicht. Das heißt, über die weiter vorne, über die zwei Ferrari müssen wir uns keine Gedanken machen. Was auch jetzt krass ist, Raikön, der hat schon beide Rennen gewonnen jetzt. Und jetzt startet er entweder auf Position 6, 5, entweder auf Position 4 oder auf Position 3, eins von beiden. Und die zwei Mercedes, die in der Weltmeisterschaft Dritter und Vierter sind, hinter den zwei Ferrari, sind jetzt auf Position 1 und 2. Also das ist schon... Wird vielleicht nochmal knapp zwischen denen in der WM. Wir sind momentan, glaube ich, auf Platz 7 in der WM oder so. Das ist eigentlich für ein Renault ganz gut. Ja, V7. Habe ich nochmal eben nachgefragt. Und jetzt... Palmer und Ricardo. Oh, Ricardo vor uns. Gegen den fighten wir. Und Kimi Räikkönen ist Dritter. Vettel ist Vierter, sieht man hier. Das heißt, Räikkönen Dritter und dann kommt Hamilton und Bottas. Aber da weiß ich nicht, in welcher Reihenfolge Hamilton und Bottas da starten. Dann haben wir die zwei BWTs hinter uns. Ich denke, die dürften mir aber nicht so große Probleme machen. Dann schalten wir auf Fett um 3,8 Runden, haben wir mehr mit. What the fuck? Und da sind die 5 roten Lichter und es geht los hier beim großen Preis von Bahrain. Und Verstappen kommt ganz schlecht weg oder ich ganz gut, ich weiß es nicht. Oh oh, das ist nicht gut. Die Red Bull hier klemmen mich hier ein. Okay, Kollision mit Verstappen verursacht. Was habe ich gemacht? Verstappen ist noch innen. Okay, ich weiß nicht, was ich da genau gemacht habe. Räikkönen ist auf jeden Fall zurückgefallen. Vettel hat einen mega guten Start gehabt. Der fightet jetzt hier mit Hamilton. Mit Hamilton um den zweiten Platz. Bottas kann sich da richtig gut absetzen und Hamilton gewinnt diesen Fight. Wir haben jetzt noch Räikkönen hinter uns gebracht. Soweit habe ich gar nicht gerechnet, dass wir vorkommen. Jetzt bleiben wir hier hinter Vettel erstmal hängen. Oh, da kommen wir ganz schlecht raus hier. Aus dieser Kurve. Und werden gleich wieder auf unseren alten Platz zurückgesetzt. Aber jetzt stechen wir rein gegen Ricardo. Berühren uns hier sogar. Aber wir haben den besseren Ausgang. Und sind wieder auf Position 6 zurück. Jetzt vielleicht gegen Verstappen in der nächsten Kurve. Wir haben hier einen sehr guten Ausgang bekommen. Soll jetzt nochmal auf Fett umschalten. Wow, mein Auto geht nicht um die Kurve. Und wieder berühren sich Ricardo und ich. Oh, der Ricardo, der wird echt fighten da hinten. Aber jetzt wird er sogar noch von Perez überholt. Da muss er mal selbst ein bisschen aufpassen jetzt hier. Bottas mit der schnellsten Runde, 1:37,5. Okay. Ja, das war jetzt so ein semi-geiler Start. Oh, und jetzt ihn gegen Verstappen. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Habt ihm dann auch wenig Platz hier gelassen. Alter, damit habe ich eben gar nicht gerechnet. So, ich, okay, ich bremse mal ein bisschen später. Ich habe mich ganz gut im Windschatten rangesagt.
Und dann hole ich auf einmal Verstappen hier. Muss ich richtig hart in die Kurve einbremsen. Oh ja, wir haben ihn. Und das ist auf unseren Soft. Das heißt, unsere Supersoft später versprechen uns ziemlich viel. Und wir sind auf Platz 5. 3.2 seconds. They're on all Supersofts. We think they've got two stops remaining. Oh, da vorne hat gerade Raikön mit Vettel. Und Vettel geht in die Box. Was ist mit Vettel los? Vettel ist jetzt in der Box. Wir sind auf Platz 4. Er hat ein Problem, hat vorhin mein Ingenieur gesagt. Das heißt, vielleicht sind wir sogar podiumsreif. Das wäre natürlich Sensation, auf dem Podium zu landen. Aber jetzt schauen wir erstmal Platz 4. Vor uns ist Raikön, der immer noch extrem schnell ist. Und da ist Hamilton in der Box. Warum geht er jetzt schon in die Box mit den Softs? Ah ne, er war auf den Super Soft, geht jetzt auf die Softs. So rum. Das heißt, wir sind jetzt auf Platz 3. Und momentan sind wir auf dem Podium. Und eigentlich müsste jetzt Raikön an die Box. Eigentlich müsste er jetzt an die Box. Wie sieht's aus? Jo, er geht an die Box. Und Bottas ist auch an der Box. Das heißt, wir sind momentan Erster. Und haben hier den Sieg in der Hand. Klar, wir müssen auch nochmal stoppen. Und dann, glaube ich, kriegen sie einen guten Undercut auf mich, weil sie dann auf die Softs gehen, nicht auf die Mediums. Das heißt, sie werden dann so hart pushen können. Wir schauen mal, wo wir dann rauskommen. So, Runde 9, wir kommen rein für unseren ersten Boxenstopp. Und wir wechseln jetzt auf die Mediums und dann erst beim zweiten Boxenstopp auf die Supersofts. Mal schauen, wo wir rauskommen. So, wir kommen raus als Position 4, Verstappen hinter uns, Raikönen vor uns. Und da hinten fighten welche, habe ich gerade auf der Karte gesehen. Ich glaube, Verstappen und Ricardo fighten da. Oder, nee, doch, Vettel ist, glaube ich, zu weit hinten. Also Ricardo und Verstappen. Wir sind auf Position 4 mit dem Mediums. Jetzt müssen wir natürlich schauen, Raikönen nochmal auf den Supersoft? Der macht eine 3-Stop-Strategie. Das heißt, wenn wir den jetzt nicht davonkommen lassen, was natürlich fast unmöglich ist, dann könnten wir sogar aufs Podium schaffen. Weil er nochmal einmal mehr stoppen muss. Das heißt, er muss insgesamt über 25 Sekunden von uns weg sein, damit dieser Stop aufgeht. Das versuchen wir zu verhindern. Aber nicht mit sowas. What the fuck? Was mache ich denn? Unfassbar. Wir fahren mit den Mediums die schnellste Runde. Und das mit Abstand. 1,5 Sekunden schneller. Wahnsinn, das heißt, wir kommen sogar hier an Raikön ran, obwohl der die Supersofts hat. Was ist das denn? Wir schauen mal, wie viel da wir jetzt gerade in der Meisterschaft sind. Als Sechster momentan. Okay, cool. Also das Rennen ist halt nicht so spannend. Deswegen gibt es wenige Ausschnitte. An Raikön kommen wir nur ganz allmählich dran, weil seine Supersofts wieder abgenutzt sind. Und sonst passiert eigentlich nicht viel. Wie gesagt, er hat einen Boxstop mehr. Ich glaube, das war nicht die beste Strategie von denen. Das heißt, entweder wird es am Ende nochmal ein richtig spannender Kampf zwischen mir und Raikön. Ricardo macht auch 3-Stop. Okay. Entweder wird es ein richtig spannendes Rennen zwischen Raikön und mir nochmal am Ende in den letzten paar Runden. Oder ich werde einfach mal so circa 5 Sekunden vor ihm sein. Kommt drauf an, wie gut er jetzt noch fährt und wie gut ich fahre. Aber mich wundert es, wann Raikön in die Box. Die Raikön geht jetzt in die Box. Jetzt, wo ich sage, es wundert mich. Weil er schon ziemlich lang mit seinen Supersofts draußen ist. Extrem lang. Und jetzt ist er in der Box. Mit noch jemandem, mit Lewis Hamilton. Ich weiß es gar nicht. Doch, mit Hamilton. Der ist jetzt auf den Mediums. Okay. Lewis Hamilton und Raikön in der Box. Raikön macht 3-Stop, Lewis Hamilton 2-Stop, so wie ich. Wahrscheinlich viele andere auch. Und jetzt sind wir momentan auf Position 2. Mal schauen, wie lange wir uns hier halten können, bis wir in die Box gehen und Hamilton wiederkommt. Und Runde 21, wir kommen rein für unseren zweiten und letzten Boxenstopp in diesem Rennen. Wir gehen jetzt auf die Supersofts und fahren damit dann das Rennen zu Ende. Wir schauen mal, wo wir rauskommen. Bottas überholt uns jetzt hier. Jetzt schauen wir mal, wo Hamilton ist. Hamilton kommt jetzt auch. Und Raikön auch.
Aber Raikönnen. Haben wir. Wir haben übel viel Zeit auf den gut gemacht. Wie das denn, Raikönnen? Wir sind auf den Supersofts und eher auf den Mediums. Ist das jetzt Podium? Ich hoffe mal, dass es jetzt Podium wird. Wir sind ganz nah an ihm dran, quasi, im Vergleich zu vorhin. Oh, wir sind jetzt ganz nah an Raikönnen dran hier. Und das ist unser Podium, was da vorne gerade fährt. So kann man es sehen. Wir bremsen jetzt extrem spät rein. Können natürlich schneller und besser raus beschleunigen und früher, weil wir einfach den Grip haben, eher nicht mehr. Und ich glaube, auf dieser Gerade wird es jetzt passieren. Wir schalten schon mal auf Fett jetzt um, beschleunigen gut raus. DRS haben wir. Ja, okay, das sieht man mal. Der kommt hier nicht weg. Windschatten, Fett und DRS. Aber ich glaube, wir schaffen es nicht ganz. Nein. Doch, jetzt vielleicht. Beim Rausbeschleunigen. Wir müssen ihm innen den Platz lassen. Haben ein unerlaubtes Überholmanöver gemacht eben. Keine Ahnung, was da eben alles passiert ist. Wir waren ziemlich weit draußen auf einmal. Und jetzt hat er keine Chance. Wir schalten auf Fett um. Ah, der Ferrari ist natürlich schon eine schnelle Wurst. Aber jetzt haben wir definitiv den besseren Ausgang. Und wir bekommen wahrscheinlich DRS. Ja. Oh, der wie schnell der ist. Gut. Oh, kleine Berührung hier. Aber jetzt mit DRS und Fett. Da macht der nächste. Jetzt bremsen wir noch etwas später. Und jetzt haben wir Raikönnen. Also das war ein geiles Duell. Das war ein richtig geiles Duell. Und wir sind auf dem Podium, Jungs. Das ist das, was ich wollte. Jetzt müssen wir nur noch an dem Überrunden da vorne heil vorbeikommen. Und dann keine Fehler mehr machen. Dann dürften wir hier das Podium haben. An Hamilton kommen wir sicher nicht mehr dran. Aber das mit Renault ist doch schon mal was. Obwohl. 3 Sekunden gerade mal auf Hamilton. Ist es da vorne Hamilton? Ist es gar nicht ein Überrundender? Können wir ernsthaft hier auf Position 2 kommen? Oh mein Gott, was? Okay, wir haben noch 4 Runden vor uns, 5 Runden. Oh, das will ich jetzt sehen, das will ich sehen, ob wir das noch schaffen. Das wird immer richtig spannend jetzt gegen Hamilton. Eieiei. Ich will unbedingt noch an den rankommen. Vorne kommt noch ein Überrunden da. Vielleicht können wir da irgendwie was machen. Dass der ein bisschen aufgehalten wird und ich gut wegkomme. Das sieht man mal. Ist so. Halte mal die. Hallo. Was war das denn jetzt? So konnte ich auf einmal nicht mehr rausbeschleunigen. Was ist denn gerade los? Jetzt müssen wir aufpassen, dass von hinten nicht irgendwie nochmal Raikönnen rankommt. Der ist jetzt ganz nah dran. Was ist das denn? Wir haben gerade irgendein Problem mit unserem Auto. Okay, jetzt können wir auf jeden Fall Hamilton vergessen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir irgendwie Raikönnen hinter uns halten. Weil irgendwas stimmt mit unserem Auto nicht. Das wären jetzt nochmal richtig spannende 2 Runden hier. Ich glaube, momentan geht's wieder. Ich muss immer in der Kurve schauen, wenn ich rausbeschleunige, so in schnellen Kurven. Ob ich da jetzt irgendwie wieder so mich rausdrehe. Naja, okay, perfekt, geht wieder. Schade, dass wir jetzt an Hamilton verloren haben. Und dass jetzt Raikönnen wieder von hinten gekommen wäre. Ich hätte gerne gegen Hamilton noch gefightet. Das wäre richtig cool geworden. Richtig cool geworden. Hätte lieber noch ein bisschen Spannung gehabt am Ende. Aber ist auch in Ordnung so. Dritter Platz, Podium, sage ich nichts dagegen. Wir schauen mal, ich glaube Bottas wurde Rennsieger oder wird noch Rennsieger. Der ist hier ein ganz solides Rennen gefahren, ist momentan in der Konstrukteur Dritter. Mit diesem Rennsieg wird er natürlich weiter nach oben steigen. Vor Vettel auf jeden Fall, ich glaube Vettel ist ganz hinten, der hat ja ein Problem gehabt. Ich glaube da vorne, ganz vorne ist Hamilton, ja. Und Bottas ist Rennsieger. Glückwunsch an ihn und an Mercedes. Und dann kommen wir nochmal kurz ins Schleudern. Aber das ist der 3. Platz
in Bahrain. Mercedes hat heute einen großartigen Sieg gefeiert. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Die Strategie hat den Unterschied ausgemacht. Man hat gesehen, dass sie an ihrer Boxenstrategie gearbeitet haben, um jeden Spin zu optimieren und ihre Reifen optimal zu nutzen. Das zeigt, dass bei diesem Sport das ganze Team gefordert ist. Dabei muss der Fahrer natürlich auch gelobt werden. Schließlich helfen dir die besten Abläufe hinter die Kulissen nichts, wenn du keinen talentierten Fahrer hast. Während ich das sage, kommen die Fahrer raus zur Siegerehrung, um ihre Trophäen entgegenzunehmen. Nach diesem hervorragenden Rennen können sie noch mehr Silber nach Brackley mitnehmen. Ja, und das war's mit dem Rennen hier in Bahrain. Ganz rechts bin ich auf dem Podium. Das freut mich natürlich sehr und das wird auch mein Team sehr freuen. Und damit bin ich raus. Macht's gut, bis zum nächsten Mal beim nächsten Rennen. Und tschüss.